Hallo meine Freunde Pinguine und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Drachenbursche und heute wird gegrüßt, nämlich der Mike, außerdem Shadow, das ist ein Hund, der Rado und auch noch Nicola, das ist ein Junge. Zwei fehlen uns hier auf jeden Fall noch. Zwei goldene Steine und ein roter Stein. Im ersten Kapitel haben wir jetzt alles hier. Das heißt, wir haben jetzt nie noch die zwei Kapitel oder irgendeine Fähigkeit. Besiege als Daryl 5 Feinde. Okay, das haben wir irgendwie verkackt gehabt und die Sammelgegenstände hatten wir auch nicht. Naja, dann werden wir jetzt mal mit Daryl hier den braunen Ninja und den großen Auftritt feiern hier und alles kaputt machen. So wie sich das gehört. Ja doch, also die 100% gehen hier schon echt flott in dem Spiel. Wenn man einmal mit dem Hauptspiel durch ist, das hat länger, man merkt schon, es ist ein bisschen kürzer als die anderen Spiele. Aber dafür ist es gut. Von daher bin ich damit doch sehr zufrieden. Ah, hier ist doch gleich mal was hier. Da sehe ich doch gleich mal was. Irgendwas, was man hier gleich einfrieren kann, eventuell. Vorausgesetzt, man hat natürlich Zane dabei. Oh, ich darf nicht vergessen, ich muss mit Daryl gleich auch kämpfen. So, Zane. Du frierst hier mal. Ups, du frierst hier mal bitte ein, Zane. Genau, du machst hier schön unseren Wasserfall zum Einfrieren bringen. Genau, und dann wird hier hochgeklettert. Perfekt. Ne, da sind wir damals nicht hochgeklettert und da gibt es auch schon den ersten Sammelgegenstand. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Fragjaw, Knochenarbeit. Wir haben anscheinend auch alle Knochenfritzen freigeschaltet. Oh, Trophäen müssen wir auch fast alle bekommen in dem Spiel. Wobei ich, wie gesagt, nicht auf die Trophäen anlege hier bei den Let's Plays. Das gehört für mich nicht zu den 100% dazu. Hier brauchen Kohl. Wo ist... der Lebkuchenmann. Der auch eigentlich gar nichts kann, außer Boxen. Das ist schade. Wen haben wir noch? Hier haben wir Kohl. Muss mal ein bisschen noch... Ich zeig's ein bisschen zu wenig die Charaktere, die anderen, aber die lohnt sich halt auch immer gar nicht. Momentan haben wir eh nicht genügend Münzen, um welche freizuschalten, glaube ich. So, einmal das hier machen. Oh, bitte. Stell dich doch nicht so an, Cole. So, jetzt aber. Cole, wirklich. Stell dich doch nicht so an, du sollst das Ding doch nur da reinschmeißen. So schwer kann das doch nicht sein. Oh Gott. Kai, bitte. Stell dich woanders hin. Tu mir den Gefallen. Nein. Ach, Kai, geh da weg. Mensch. Ah, Katastrophe. Kann doch nicht so schwer sein, hier dieses Ding da hochzuwerfen. Mensch. Was macht ihr denn immer hier? Genau, so stelle ich mir das vor. So funktioniert das doch. Nein, 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 nein. Das kamen, glaube ich, nur 5 Feinde in dem Level. Ich darf hier auf keinen Fall einen aus Versehen nicht mit Daryl besiegen. Nein, 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 nein. Oh, der haut gleich zu. Oh, das war hier echt gemein. Hier muss man mit Daryl wirklich jeden einzelnen Feind, den man nur irgendwie... Ich glaube, es waren... Naja, nicht jeden, aber so... Nein! Der hält nicht mehr viel aus. Den machen wir so gleich kaputt. Ups. So. 2. Genau. Den hätten wir auch. 2 Feinde hätten wir besiegt. Bleiben nur noch 3 hier, die wir besiegen müssen. Der läuft auch manchmal so witzig. Der. Oh, Mann. Ist auch ein Komiker vor dem Herrn. Da drüben müssen wir auch noch was hinschmeißen, was Eisiges. Und hier können wir irgendwo hinschmeißen, glaube ich. Pass auf, dass sich der riesige Eiszapfen nicht trifft. Hm? Was ist das Ding hier da? Irritiert mich ein bisschen. Wenn wir die kaputt machen und können damit noch was freischalten? Weiß es nicht. Irgendeinen Sinn muss das Ding doch hier haben. Und hier ist auch nirgendwo was, oder? Nee. Ja, warum steht da mitten im Nirgendwo so ein Ding? Ich weiß es nicht. Aua. Hoffen wir mal, dass wir da nicht... Oh. Daryl, ich hab doch springen gedrückt. Warum springst du denn nicht? Na, den Pinguin werden wir natürlich helfen. Sobald wir hier die Gelegenheit bekommen. Da brauchen wir hier jemanden starken. Ah, da ist auch der Pinguin. Nachdem wir ihr Vertrauen gewonnen haben, werde ich die Pinguine jetzt um ihre Hilfe bitten. Ja. Oh, Cole, was tust du hier bloß immer? Und Kai schafft's echt immer im Weg zu stehen. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Der macht mich wahnsinnig, der Kai. Der macht mich echt wahnsinnig hier. So, diesmal hat er es nicht geschafft, mir im Weg zu stehen. Gott sei Dank. Wenigstens einmal nicht. So, Herr Pinguin, was möchtest du haben von mir? Achso, wir müssen so mit ihm reden. Das Ding schmeißen wir sonst wohin. Ja, hau weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, Daryl brauchen wir da, okay. Der sich wieder geschickt mit dem Pinguin unterhält. Das ist schon cool. Leicht verrückter Kerl, aber auf eine nette Art und Weise, wie ich finde.
Da kommen wir gleich zur großen Pinguinfamilie. Irgendwie kommen wir da auch noch hoch, glaube ich. Weiß nur noch nicht, wie wir da hochkommen, aber irgendwie kommen wir da hoch. Ah, deswegen war dieser Sprungding da. Schwierig. Da kommen wir nicht rein, aber irgendwie können wir da noch rüber, oder? Was hat es eigentlich mit dem hier auf sich? Warum ist der immer noch da? Mysteriös. Mysteriös. Aber das Rätsel werden wir jetzt erstmal nicht lösen, befürchte ich. Erstmal springen wir hier rüber. Ich glaube, das ist momentan der einzige Weg, den wir haben. Okay, da einmal da hoch. Eine Tanne. Da ist doch bestimmt was mit dieser Tanne. Genau, da brauchen wir gleich nochmal Kohle, wenn wir... Ups. Da heißt es erst nochmal kämpfen hier. So, alle weghauen hier, alle Gegner. 3 von 5. So, die letzten beiden auch noch weghauen. Damit wir hier unseren goldenen Stein abräumen können. Schön, 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 schön. Genau so. Genau so, genau so, genau so. Diese Tannen sind doch auch echt... Ah, ist nichts drunter in der Tanne. Schade, schade, schade. Vielleicht ist unter der, da unten noch irgendwas drunter, unter dem Ding. Na, ich muss das kaputt machen. Genau. Ich habe ja gesehen gehabt, da war auf jeden Fall noch so ein Schwungding für hier. Okay, den können wir so nicht aufmachen. Da brauchen wir wieder mal unseren Feuer-Ninja. Oh. Ja, der Feuer-Ninja wurde leider gerade zum Eis-Ninja unfreiwillig. Einmal rübergesprungen. Und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und Dietmar. So, darüber sind wir. Und jetzt nochmal hier alles anfeuern, was nur irgendwie geht. Schön. Das Tolle ist, da kann man immer direkt wechseln. Und jetzt können wir. Jetzt können wir da hoch. Ich glaube, da kam er vorher noch nicht hoch, oder? Nee, hier ging es, glaube ich, levelmäßig normal weiter. Ja, wenn hier Kohl nicht dabei, kann das sein? Ich weiß nicht, wie wir damals dabei hatten. Genau, und hier kommen wir nämlich jetzt mit Nia hoch. Und hier hatten wir definitiv damals nicht dabei. Okay, und wen brauchen wir da? Was zum. Was zur Hölle? Eine Eisrutschpartie und da ist auch der rote Stein. Super Turbo heißt der. Na, Super Turbo können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, schön. Wusste doch, dass da drüben noch irgendwas ist. Aber es war jetzt auch nicht so schwer zu finden. Okay, was fehlt uns denn überhaupt noch? Müssen wir eh nochmal gucken. Ob uns hier überhaupt noch was fehlt in dem Level. Ja. Ein Sammelgegenstand ist noch irgendwo versteckt. 3 sind es hier insgesamt, die man suchen muss, dadurch, dass der goldene Stein noch mit dabei ist. Naja, den letzten werden wir auch noch finden. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist er ja schon unter diesem Schneemann hier verborgen. Vielleicht aber auch nicht. Schade, schade. Ah, hier kam der Wal. Ja, ich erinnere mich, hier kam der Wal damals. Nee, da ist er auch nicht, der Sammelgegenstand. Vielleicht hier unten irgendwo. Da kann man zwar... hier kann man auch entlang. Interessant. Ich finde neue Wege in dem Spiel. Aber diese neuen Wege führen mich leider auch nicht... Was tust du denn schon wieder? Die neuen Wege führen mich hier aber auch nicht auf den rechten Pfad, fürchte ich. Ja, dann quatschen wir den Wal nochmal an. Da kam ja nochmal was nach dem Wal. Was ist das? Ein Wal! Unser unbefugtes Betreten hat ihn vielleicht verärgert. Ich werde versuchen, ihn uns freundlich zu stimmen. Das machst du auf jeden Fall gut. Ich finde ja immer noch, er sollte an der Stelle Walisch sprechen, aber naja, man kann nicht alles haben. Er sagt, er würde uns gerne helfen. Ins Maul einer gigantischen Bestie steigen? Klar, warum nicht? Klingt gefährlich, aber wir werden da ja nur rausgepustet, das wissen wir ja mittlerweile. Genau, hier kommen wir nämlich dann hin. Walrotz! Kalter Walrotz! Wow, das sieht nach einem echt komplizierten Mechanismus aus. Stimmt, ich werde mal auf ein paar Teile draufhauen. Immer das Beste, wenn man einen komplizierten Mechanismus vor sich hat. Erstmal draufhauen. Ah, da unten waren wir schon überall. Ich falle jetzt nochmal eine Etage runter, weil ich könnte mir vorstellen, dass da unten noch was war. Also nicht da, da ist definitiv nichts, ne. Aber wir sind ja mit dem vom Wal sind wir ja hochgeschleudert worden. Ich meine, dass hier noch was... Ne, da kommt man definitiv nicht runter, okay. Da muss der letzte Sammelgegenstand wohl hier irgendwo versteckt sein. Naja, schauen wir mal, dass wir ihn hier finden. Einmal hier hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier rein mussten. Okay, die Tür war definitiv... Der Weg ist definitiv versperrt. Wahrscheinlich müssen wir erstmal drehen mit Zane da in der Mitte. Oder hier ist vielleicht unter dem Eisding noch was versteckt. Nein! Schade, ich habe gehofft, dass da so ein X oder sowas noch zu finden ist. Ein Satz mit X. Das wäre natürlich was gewesen. Aber das war jetzt leider nicht der Fall.
Was müssen wir überhaupt machen? Ich glaube, wir müssen diese... Egal, wir brauchen auf jeden Fall Zane, da bin ich mir ziemlich sicher. Drehen wir erstmal mit Zane durch ein bisschen. Ach, da kommt man auch noch nicht rein. Es ist Jahre her, doch. Seit ich einen Schneemann gebaut habe. Wir bauen keine Schneemänner, Daryl. Dem Schaubild auf der Tür der Kammer nach tun wir genau das. Ja, da muss man dem Daryl aber schon recht geben. Das sieht sehr nach Schneemann aus, was wir da bauen. Da hat er nicht ganz unrecht. Zumindest die eine Hälfte vom, ein Viertel vom Schneemann haben wir jetzt schon gebaut. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch hier noch was zu sammeln sein. Verdammt. Aber hier ist es nicht. Wo es auch immer ist, hier ist es nicht. Nee, da ist auch nicht. Okay, gut. Sind wir schon mal einig, wo es nicht ist. Das ist schon mal ein toller Anfang. Vielleicht hätte ich am Anfang auch diese Dinger immer kaputt hauen sollen. Vielleicht wäre ja unter eins von denen noch was gewesen. Ein Sammelgegenstand. Echt selten, sonst habe ich eigentlich immer einen Plan, wo die Sammelgegenstände sind. Selten, dass ich nach einem bisher richtig lange suchen musste. Oh, schön, da haben wir gerade eben nochmal ordentlich was eingesammelt. Das war sogar ein Tausender, meine ich, den wir da gerade eben noch eingesammelt haben. Nicht schlecht. So, in Position mit dem zweiten Schneemann-Unterkörper. Sollte nicht auch schon irgendwas anderes passiert sein? Vielleicht braucht es Strom. Und für Strom sind wir ja die richtigen. Also einmal mit Jay, den brauchen wir dann gleich da. Aber erstmal hoffe ich, dass wir hier noch was anderes drinnen finden irgendwo. Irgendwas, was wir noch nicht haben. Was uns noch entgangen ist bisher. Halt auf der Seite. Ne, da können wir bloß, die Türen sind bloß beide aufgegangen. Also man kann auf beiden Seiten hoch und runter. Das ist zwar schön, aber hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja, ach nee, jetzt müssen wir Nia muss jetzt auch nochmal da hoch. Ja. Dann gehen wir halt mit Nia auch nochmal da hoch. Daran soll es nicht scheitern. Es ist auch so versteckt, dass man es bloß nicht sieht, aber nee, hier ist es auch nicht. Mysteriös. Sehr mysteriös, das Ganze. Da unten waren wir ja schon, da haben wir den roten Stein bekommen. Immerhin haben wir den roten Stein bekommen. Dann werden wir diese blöde einen Charaktermünze doch auch noch irgendwo finden. Aber ich befürchte... Ich befürchte, da sind wir schon fast irgendwo vorbei. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir noch die Chance. Vielleicht haben wir noch die Chance, sie zu bekommen. Schön wäre es auf jeden Fall. So, einmal das hier machen, bitte. Okay. So, wir müssen die einfach nur drehen. Ja, gut. Das kriegen wir hin, die Dinger einmal im Kreis Großartig. Zu drehen mit dem Linkstick. Ich glaube, jetzt können wir die Köpfe erreichen. Gut, dann versuchen wir mal, die Köpfe hier zu erreichen. Der erste Kopf wäre erreicht. Das Level war, glaube ich, echt zu Ende danach. Hm. Ja, aber da ist auch... Also oben ist auf dem definitiv nichts mehr drauf, irgendwie. So, alles noch eingesammelt, was hier zu sammeln gab. Zumindest werden wir nicht ganz statlos hier rausgehen aus dem Level. Das ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Unsere Schneemänner verstehen sich irgendwie nicht so gut wie die auf der Tür. Das ist bitter. Ja, komm. Die Schneemänner nochmal hier. Nein. Die Schneemänner nochmal aktivieren, bitte. Drehen, 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 drehen. Ups. Weiter drehen. Muss noch weiter gedreht werden. Darunter kann man aber auch nicht. Nee. Ups. Muss wohl irgendwo doch am Anfang gewesen sein. Der letzte gemeine Charakter, den das jetzt noch fehlt. Weil hier war es Level, glaube ich. Ja, hier ist Level definitiv vorbei. Verdammt! Das ist zum ersten Mal, dass ich es nicht auf Anhieb gefunden habe hier. Ich bin enttäuscht. Wo ist das Ding? Der dritte Sammelgegenstand. Ärgerlich. Dann machen wir das Level lieber gleich nochmal. Und versuchen, diesen gemeinen dritten Sammelgegenstand auch noch zu finden. Wo könnte der gewesen sein? Also ganz am Anfang hat man ja den einen gefunden, bei dem Wasserfall. Also schätze ich mal, dass er zumindest nicht ganz am Anfang ist. Also in der Mitte vom Level irgendwo. Das könnte natürlich sein, dass er irgendwo in der Mitte vom Level versteckt ist. Der letzte Sammelgegenstand. Es sei denn, hier sind zwei, aber das würde mich schon arg wundern, wenn die hier zwei auf... Oh. Wenn die hier zwei hintun würden. Deswegen denke ich, dass der irgendwo anders sein muss. Jetzt haben wir auch irgendwo was übersehen, wo wir noch was einfrieren konnten oder so. Dass die gemeinen Schlawiner von Traveler's Tales das nochmal woanders an anderer Stelle auch nochmal gemacht haben mit dem Einfrieren. Das ist
doch fertig hier, oder? Ich glaube, unser gefrorener Wasserfall ist auf jeden Fall fertig. Ja, genau, den hatten wir hier. Irgendwo weiter hier kann man aber auch nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Da kann man nur ins Eis rein surfen. Suchen wir mal darüber zu surfen. Nee, da kann man auch nirgendwo anders hin surfen. Nee. Da merken wir uns, da ist ungesund, da fallen wir nicht nochmal runter. Da gehen wir lieber auf die Seite rüber. Man kann hier auch unten immer rumlaufen. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang auch nicht immer beachtet. Dass vielleicht auch hier unten noch irgendwo was sein könnte. Okay, da kann nichts sein. Nee, da ist definitiv nichts. Da rutschen wir bloß zurück, wo wir hergekommen sind. Gut, dann ist es mal wieder Cold-Zeit. Einmal den Cold, bitte. So, das wäre rausgeholt. Jetzt nochmal schön anvisieren hier. Ah, es ist immer irgendwas im Weg. Es ist immer irgendwas im Weg. Zumindest ist der Kai hinter mir. Das ist schon mal gut. Da kann zumindest der mir nicht im Weg sein. Naja, immerhin. Beim zweiten Versuch geklappt. Hier ist doch auch ein guter Anfang. Aber hier kamen, glaube ich, gleich Gegner. Ja, hier kamen gleich Gegner. Die schleudern wir natürlich weg, die Gegner hier. Wir müssen hier auch immer alles kaputt machen. Vielleicht ist nämlich irgendwas, was wir kaputt machen müssen, dass wir das irgendwo übersehen haben. Also hier kann man nicht runterspringen. Das sei schon mal festgehalten. Hier kann man zwar runterrutschen. Das Level ist aber echt nicht so lang, dass es da irgendwo noch so groß was versteckt sein könnte eigentlich. Pass auf, dass sich der riesige Eiszapfen nicht trifft. Nein! Der riesige Eiszapfen braucht mich gar nicht treffen, wenn ich trotzdem von alleine schon ins Wasser hier mal reinfall. Der um Hilfe ruft. Das Ding kam ja auch komischerweise immer wieder hier. Ich weiß auch nicht warum. Aber er hat mir den Pinguin eigentlich schon gerettet gehabt. Nachdem wir ihr Vertrauen gewonnen haben, werde ich die Pinguine jetzt um ihre Hilfe bitten. Mach das, Daryl. Das wäre uns wahrscheinlich bloß der Tipp, den wir da bloß bekommen haben, war, dass er mit... Ah, hier konnte man auch noch rein. Aber da war leider auch nichts mehr. Der Tipp, den wir da bekommen haben, war wahrscheinlich auch bloß, dass er mit Tieren reden kann, oder? Wolltest aber trotzdem nochmal den Tipp abholen? Ja, genau. Dann machen wir das hier nochmal. Nochmal einmal die Runde um den rumtanzen, dieses Mal ohne, dass uns irgendwie die Sicht versperrt wird. Beim letzten Mal wurde uns ja etwas die Sicht versperrt hier. Okay, na dann. Schauen wir mal, dass der Pinguin uns hilft mit seiner Familie. Vielleicht konnten wir auch in dieses Eister-Ding da nochmal rein. Das könnte natürlich auch sein, aber das sieht relativ stabil aus da drüben. Na, wir sollten auf jeden Fall da nochmal drüber. Ich gehe da auf jeden Fall nochmal drüber. Das lasse ich mir nicht nehmen, da nochmal einen Ausflug rüber zu machen. Das gibt's doch nicht. Ich springe wohlgemerkt. Aber irgendwie ist diese Position, wo man springt, sieht anders aus, als es dann wirklich gedacht ist oder so. Auf jeden Fall, naja, ist ja wurscht. Hauptsache, wir schaffen's rüber. In einem Stück und nicht erfroren. Und wir kriegen ja auch immer Münzen. Von daher ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir die Level hier nochmal machen. Okay, das ist gut, dass wir hier Kai gleich dabei haben. Ups, falsche Attacke. Ah. Da, die nochmal weghauen schnell, bevor sie uns nerven können. Genau, dann hier nochmal den Cole geholt. Ja, mittlerweile geht es ja auch echt flott hier. Mittlerweile kennen wir uns ja schon richtig hier. Es ist ja fast schon ein Heimspiel hier, die Level. So gut, wie wir uns hier schon auskennen. Aber bei, weiß nicht. Die haben wir, glaube ich, schon noch nicht zerstört gehabt. Vielleicht müssen wir die ja zerstören, um irgendwie noch was zu reißen. Aber ich glaube, wobei schon echt interessant wäre zu wissen, ob man hier noch irgendwie rein kann. Irgendwas muss es doch damit auf sich haben. Ich nehme jetzt nochmal den Kai. Vielleicht ist der Kai ja das Rätsel lösen. Vielleicht kann er das irgendwie aufschmelzen oder so. Ja, ich wusste doch, er kann es aufschmelzen. Da ist das letzte Ding. Haha. Rattler, Rattler. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Das freue ich mich. Ich hab mir schon gedacht, irgendwas muss es doch damit auf sich haben. Aber da habe ich vorhin gepennt, dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Ärgerlich. Wir sind übrigens mittlerweile bei 70% schon von dem Spiel, was ich auch cool finde. Ich habe gerade eben noch mal den roten Stein geholt. Wir müssen mal gucken, was das für ein roter Stein war, den wir da überhaupt geholt haben. Wäre natürlich auch noch durchaus interessant zu erfahren. 70% schon. Cool. Wobei, wir haben ja noch die ganzen Charaktere nicht gekauft momentan. Die bringen uns natürlich auch noch mal richtig viele Prozente, dann, wenn wir sie kaufen. Aber erst schauen wir noch mal hier hin irgendwo. Genau, hier oben waren wir. Gehen wir hier noch mal hin. Kammer vom Eis und Feuer. Genau, da haben wir jetzt alles gefunden. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen... Charaktere kaufen, würde ich sagen. Was ist das denn für ein Menü? Achso, das ist bloß Steuerung. Nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen in den Shop rein und hier mal richtig schön Charakter shoppen.
Bei so vielen Münzen haben wir gar nicht so richtig viel. Shoppen können wir da gar nicht, befürchte ich. Ich hoffe, es könnte sein, dass wir nochmal einen Multiplikator bekommen. Das wäre natürlich cool. Vielleicht sollte ich mir dann... dann spare ich mir, glaube ich, die Münzen trotzdem nochmal. Bevor ich mir den kaufe, oder? So, was gibt's denn noch? Was können wir uns noch hier freischalten? Ah, den da. Oh, unbegrenzt Turbokraft. Beim Fahren und Rutschen. Na, brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Da sparen wir uns lieber, auch wenn er nur 50.000 kostet, aber den sparen wir uns erstmal nur. Ich wollte mal kurz in den Iago City, um diese eine blöde Sache noch zu machen, die uns noch gefehlt hat. Was mich vorhin so geärgert hat, diesen Angriff mit Jay, wo die Gegner elektrisiert sein mussten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, genau, die Ninjoids schlagen zurück. Und da fehlt uns dieser eine noch. Wo ist er denn? Da ist er, genau. Triff einen elektrisierten Feind mit einem Vernichtungsschlag. Das habe ich eigentlich schon gemacht gehabt, aber irgendwie ist das anscheinend vielleicht anders gedacht, als ich es gemacht habe. Das könnte natürlich auch sein. Wer weiß, wer weiß. Tempel der Blitze ist es auf jeden Fall hier. Na, dann lassen wir sie abblitzen, die Gegner. Na komm, mach hin. Genau, so. Bla bla bla. Und genau, wir müssen hier erstmal auf Gegnersuche gehen. Die Gegner kamen aber nicht hier am Anfang. Die kamen dann schon noch hier am Anfang, aber nicht ganz am Anfang. Genau, so haben wir sie elektrisiert. Die Schwerkraft ist wohl gerade auf Urlaub. Abgefahren. Ja, ist auf jeden Fall cool. Mal ganz schnell dahin rennen, wo die ersten Gegner kamen. Genau, hier brauchen wir nochmal Mia, die mit beiden Sachen hier kaputt machen. Wenn du mir ein paar Extrasteine besorgen kannst, kein Problem. So. Ja, ich habe bewusst jetzt hier gerade den falschen genommen gehabt, weil ich lieber Mia als zweiten Helfer hier haben auch wollte, weil Mia nicht so stark kämpft wie die Ninjas, glaube ich. Ach, perfekt, der ist auch schon. Da ist der liebe Zane. Absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, auf jeden Fall. So, Zane ist jetzt auch wieder im Superkampfmodus. Ja, 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 du hast deine Waffen wieder, wir wissen's. Wir wissen, dass du dich freust. Musst du uns nicht so zeigen, wir glauben es dir auch so. Erinnerung kommt zurück. So, nochmal wechseln hier. So, ups, au, au. Müssen wir auf jeden Fall einmal schocken, die Gegner. Dann müssen wir auf ihn draufspringen und dann müssen wir ihn noch finishen, glaube ich. Und dann kriegen wir den Schocker, genau. Also man muss ihn hier mit Kreis, mit Kreis muss man ihn einmal abschießen. Da muss man auf ihn draufspringen, dass er so bewusstlos wird. Und dann muss man ihn nochmal mit Viereck weghauen. Okay, na gut. War jetzt nicht so lang, aber jetzt wissen wir zumindest, was mit diesem elektrischen Vernichtungsschlag, mit dem Vernichtungsschlag gemeint war. Ist ein bisschen doof gesagt, weil der Vernichtungsschlag ist eigentlich schon, dass man runterspringt und ihn betäubt. Das ist eigentlich schon der Vernichtungsschlag, aber naja, nicht so schlimm. Hätten wir das zumindest jetzt auch noch dran gehängt. Das heißt, wir haben jetzt Kapitel 6 jetzt auch schon geschafft und Kapitel 7 auch schon geschafft. Das heißt, wir können nächstes Mal schon mit Kapitel 8 weitermachen. Das heißt, es fehlen uns nur noch 3 Kapitel zu den 100%. Cool. Finde ich cool, dass das so vorangeht hier. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht, das hier abzuschließen. Aber gut. Nochmal kurz einen letzten Blick nach unten wagen zu Ninjago City. So, die Ninjas schlagen zurück. Genau, da haben wir jetzt hier 15 von 15. Nächstes Mal geht es noch weiter mit Kapitel 8. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Und mögen die Ninjoids mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.